Hallihallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei filme.de. Heute stellen wir euch die Blu-ray-Veröffentlichung der ersten deutschsprachigen Abenteuer des vierten Doktors, gespielt von Tom Baker, vor. Dabei handelt es sich um die 12. Staffel der klassischen Serie und da, um genau zu sein, um den 5. Handlungsstrang, der aus 4 Episoden zu jeweils 25 Minuten besteht. Die Erstausstrahlung fand im April 1975 statt und nachdem der Titel bereits am 15. März diesen Jahres im Mediabook veröffentlicht wurde, legte Thunderstorm Pictures am 26. April diese Blu-ray bzw. die DVD nach. So schaut das Ganze von außen aus. Wie das innen drin aussieht, habe ich euch schon mal vorbereitet. Nein, Unsinn. So, das hier ist die reguläre Handelsausgabe und hier fehlt leider die Bonus-Disc. Das heißt, wir haben einmal die reguläre Blu-ray, aber es fehlt leider die Bonus-Disc. Die haben die Cybermen im Presswerk beschlagnahmt. Wenn ihr euch aber bei Thunderstorm Pictures meldet, wird man euch diesen Ersatz zuschicken. Und diesen Ersatz, der ist natürlich äußerlich und innerlich mehr oder weniger gleich, nur dass hier die Bonus-DVD noch mit drin ist, den packen wir jetzt mal in Ruhe aus. Vorne drauf haben wir einmal Tom Baker, Elizabeth Sladen und die ganzen Cybermen und hier die Vogana, die sehen aus wie von der Augsburger Puppenkiste so ein bisschen. Das Cover ist übrigens das gleiche wie bei der DVD und das Mediabook ist ebenfalls identisch, nur dass da das Cover bzw. das Artwork auf die gesamte Front ausgebreitet wurde. Hinten drauf haben wir eine kurze Zusammenfassung, dann haben wir ein paar Szenebilder, hier über 4 Stunden Bonusmaterial und ein Fanbooklet. Und hier haben wir dann nochmal aufgelistet, was uns alles erwartet. Die einzelnen Folgen liegen in einem Ansichtsverhältnis von 1,33 zu 1 vor und ja, in LPCM 2.0 Deutsch und Englisch. Die deutsche Synchronfassung, die Serie wurde ja, zumindest die alten Episoden wurden ja nie auf Deutsch synchronisiert, zumindest damals nicht. Die wurde von Pandastorm Pictures extra angefertigt und als Doktor hören wir wieder Michael Schwarzmaier, der das ganz hervorragend macht. So, der FSK-Flatschen befindet sich bei diesem Austauschmodell direkt auf dem Schuber und nicht wie bei dem ersten auf der Einschweißfolie. Ja, ist nicht ganz optimal gelöst, aber was will man machen? Innen drin schaut das Ganze so aus. Wir haben ein Wendecover, das heißt, ihr könnt hier, wenn ihr möchtet, das Inlay rausnehmen, rumdrehen und das Ganze ohne FSK-Flatschen ins Regal stellen. Und dann haben wir hier die Bonus-Disc. Da ist die Bonus-Disc und hier haben wir dann die reguläre Blu-ray. Dann haben wir, wie hinten angekündigt, dieses Hintergrund- und Infos-Booklet. Da haben wir einerseits ein Vorwort von Robert Sherman drin in deutscher und englischer Sprache. Dann haben wir noch ein Vorwort von Christopher Robbie, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache. Dann haben wir eine kurze Zusammenfassung bzw. ein paar Hintergrundinformationen zu den 4 Episoden, zu der Storyline. Dann haben wir hier eine kurze Zusammenfassung über Elizabeth Sladen in der Rolle der Sarah Jane Smith, immerhin eine der beliebtesten Companions des Doktors. Und hier weitergehend haben wir das ganze Bonusmaterial aufgeführt. So, wir haben unter anderem eine hervorragende Dokumentation über die Episoden mit Tom Baker. Die sind auf der Bonusdisc drauf und alleine dafür lohnt es sich schon, bei Pandastorm Pictures nachzufragen, ob man die nachgeliefert bekommt. Dann haben wir hier noch Schecks, Lügen und Videokassetten, ist auf beidem drauf. Dann der Blechmann und die Hexe, der wurde aber für die Blu-ray-Veröffentlichung nochmal ein bisschen erweitert. Das ist auch so ein Behind-the-Scenes-Feature. Also das Bonusmaterial lohnt sich auf jeden Fall. Hier noch ein paar Hintergrundinformationen, Wissenswertes, so Klugscheißer-Infos könnte man sagen. Die Episode selber hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, allerdings ist sie nicht so ganz ideal. Also es gibt gerade mit Tom Baker bessere Episoden, aber gut, es ist halt eine Einsteiger-Episode und dafür ist sie ganz gut. Dann haben wir hier noch diesen Episoden-Guide mit dabei, den finde ich persönlich ganz toll. Da sind nämlich alle Abenteuer des 1. bis 8. Doktors, also quasi die klassische Serie, aufgelistet. Hier fettgedruckt sehen wir, was bereits veröffentlicht ist oder in Zukunft oder in naher Zukunft veröffentlicht wird.
angeschaut. Außerdem können wir dann hier sehen, wo wir uns genau befinden. Hier, vierter Doktor, das ist die 12. Staffel und die 5. Storyline, Rache der Cybermen, ist das, was hier jetzt gerade vorliegt. Dieses Booklet oder beziehungsweise dieses Faltblatt finde ich, wie gesagt, persönlich sehr schön, weil wir dann sehen, was wir schon haben und was noch fehlt. Und dann haben wir hier noch diesen Werbeflyer quasi mit weiteren Veröffentlichungen aus dem Hause Pandastorm. Eine tolle Veröffentlichung. Das Review dazu findet ihr selbstverständlich hier auf der Seite. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.